Herzlich willkommen am Campus von SOTV. Wir, die Gruppe P2F der Pädagogischen Hochschule Salzburg, haben uns im Rahmen der Lehrveranstaltung Mediendidaktik mit dem Thema Grenzüberschreitung aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet auseinandergesetzt. Unser Ziel war es, kurze Beiträge zu diesem Thema zu gestalten und diese aufzuzeichnen. Entstanden sind dabei folgende: Grenzen der sexuellen Belästigung, Mobbing, Flucht, Altersgrenzen und Grenzen der Musik. Und nun zu unserem ersten Beitrag. Aufgrund der Silvesternacht in Köln im Jahr 2015 wurde das Thema sexuelle Belästigung wieder vermehrt aufgegriffen. Die Übergriffe erfuhren nationale und internationale Beachtung. Nun stellt sich die Frage der Gesetzeslage. Ab wann gelten unerwünschte Handlungen als sexuelle Belästigung? Vorbeugung ist hier besonders wichtig, denn die Folgen sexueller Belästigung haben bei den Opfern meist dramatische Auswirkungen. Wir sind dem Thema auf den Grund gegangen. In der Silvesternacht sind am Kölner Hauptbahnhof zahlreiche Frauen sexuell belästigt worden. Die Vorfälle lösten eine Diskussion über Sexismus aus. Laut Kölner Innenministerium gibt es in der Nacht 1054 Opfer von Straftaten, wovon es sich in 454 Fällen um Sexualdelikte handelt. Auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes wurden überwiegend Frauen von unterschiedlich großen Gruppen von Männern umringt und dabei massiv sexuell belästigt, beleidigt oder sexuell genötigt. Die Opfer beschrieben später in ihren Interviews, wie sie immer wieder und überall am Körper, vor allem zwischen den Beinen, angefasst worden seien und wie man versucht habe, ihnen die Kleidung auszuziehen. Aufgrund der Vorkommnisse der Silvesternacht in Köln hat sich nun die Frage nach der gesetzlichen Lage ergeben. Laut § 218 des StGB Sexuelle Belästigung und öffentliche geschlechtliche Handlungen ergibt sich der Gesetzestext wie folgt. Wer eine Person durch eine geschlechtliche Handlung an ihr oder vor ihr unter Umständen, unter denen dies geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen, belästigt, ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strenger Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Nach Absatz 1 ist auch zu bestrafen, wer eine andere Person durch eine intensive Berührung einer der Geschlechtssphäre zuordnenden Körperstellen in ihrer Würde verletzt. Ebenso ist zu bestrafen, wer öffentlich unter Umständen, unter denen sein Verhalten geeignet ist, durch unmittelbare Wahrnehmung berechtigtes Ärgernis zu erregen, eine geschlechtliche Handlung vornimmt. Im Falle der Absatz 1 und 1a ist der Täter nur mit Ermächtigung der verletzten Person zu verfolgen. Wir haben zum Thema sexuelle Belästigung 2 Personen interviewt, um deren Meinung zu dem Thema einzuholen. Es wird nicht legitim, wenn du beim Fortgehen von Männern an gewissen Stellen unerwünscht berührt wirst? Ganz sicher nicht, weil es ist ja mein Körper. Also hat da keine Hand irgendwo irgendwas zu suchen. Und ab wann ist es denn eigentlich für dich sexuelle Belästigung? Sobald mich jemand berührt, ohne dass ich es will. Also einfach ohne meine Erlaubnis an Stellen, die ich nicht mag. Und das kann auch, weiß nicht, der Arm sein oder so. Es kommt ganz auf die Situation drauf an. Okay, also hattest du auch schon mal Erfahrungen damit? Zum Glück noch nicht. Meistens habe ich mich sehr gut lernen können. Okay, vielen Dank. Ist es für dich legitim, wenn du beim Vorgehen von Männern an gewissen Stellen berührt wirst? Nein, nicht. Also denke mir, das ist mein Körper und ich gehe auch nicht einfach zu irgendwelchen Menschen hin und greife sie wo an, wo sie nicht wollen. Und ich denke mal, genauso erwarte ich das, dass keiner zu mir kommt und mich vielleicht irgendwo angreift, wo ich das nicht mag. Und ab wann ist es für dich dann sexuelle Belästigung? Ja, ich finde, das ist sehr schwer zu sagen. Ich denke mir halt, wenn mich wer wo angreift, wo ich das nicht mag, dann kann ich dem ja sagen, dass ich das nicht mag, und ich weiß aber nicht gleich, ob man das als sexuelle Belästigung sagen kann. Ich glaube eher, wenn das halt dann öfter vorkommt, dass mich das sehr stören wird. Und hattest du in dieser Hinsicht schon einmal Erfahrungen? Nein, Gott sei Dank nicht. Okay, vielen Dank. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Thema sexuelle Belästigung eine zentrale Rolle im Leben vieler junger Frauen spielt und es vor allem wichtig ist, zu wissen, wie man sich in solchen Situationen verhält.
Danke für diesen sehr spannenden Beitrag. Wie ist es euch bei der Ausarbeitung und bei der Recherche zu diesem Thema ergangen? Also bei der Recherche hatten wir zu Beginn einige Probleme, weil man ziemlich viel zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz findet, aber eher weniger zu sexueller Belästigung allgemein. Aber am Ende haben wir dann das Problem gut gelöst. Und bei der Ausarbeitung, bis auf die paar technischen Probleme, hat es eigentlich auch gut funktioniert. Danke. Haben Sie sich schon einmal ausgegrenzt oder alleine gefühlt? Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass hinter Ihrem Rücken gelacht wird? Sind Sie in Ihrem Leben bereits schon einmal ausgegrenzt worden? Mobbing beschäftigt viele Menschen heutzutage. Ein sehr trauriges Thema, das immer präsenter in unserer Gesellschaft wird. Wir sind diesem Thema auf den Grund gegangen und haben einige spannende Fakten und Meinungen für Sie gesammelt. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Sehen Sie selbst. Die Gespräche verstummen, sobald Sie hinzutreten. Ihr guten Morgen findet keinen Widerhall. Ihre Aussagen werden permanent falsch wiedergegeben. Unterlagen verschwinden oder man versucht sogar, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Dann zählen sie höchstwahrscheinlich bereits zu der Gruppe der Mobbingopfer. Eine wahre Geschichte eines Betroffenen. Ich wurde von der 2. bis zur 4. Klasse in der Hauptschule stark gemobbt. Ich war damals sehr still und schüchtern. Ich hatte mich schon früher von der Klasse abgekapselt und ging auch nie in den Pausen raus, weil ich Angst hatte, dass mich jemand zusammenschlägt. Ich habe einfach nicht mehr lernen können. Wäre das Mobbing nicht gewesen, hätte ich bessere Noten erreichen können. Kein Lehrer hat mir jemals geglaubt oder mir geholfen. Sie sagten, ich werde immer mit demselben Blödsinn zu ihnen kommen. Das Mobbing ist weitergegangen. Sie haben mich geschlagen, bis ich mitten im Unterricht einfach abgehauen bin. Ich war einfach am Ende meiner Nerven. Wir haben auch einige Leute auf der Straße befragt und zeigen Ihnen nun deren Meinung zum Thema Mobbing. Ja, also jeder weiß natürlich, dass Mobbing scheiße ist und dass es nicht gehört. Und ich finde, man sollte auch viel mehr darüber aufklären in Schulen und so, dass man da den Kindern einfach beibringt, dass es nicht okay ist zu mobben. Also ich finde, Mobbing ist leider mittlerweile ein sehr verbreitetes Thema, gerade auch in Schulen. Und ich finde es eigentlich sehr schlimm, weil anstatt dass man sich unterstützt, arbeiten Kinder zum Beispiel auch gegeneinander, grenzen sich aus. Und ich finde gerade die Lehrpersonen sollten schon schauen, dass sie da dagegen arbeiten und wirklich eine Gemeinschaft schaffen. Natürlich ist bei so einem Thema die professionelle Meinung eines Experten wichtig. Wir haben Frau Magister Heike Niederreiter getroffen und mit ihr über die möglichen Maßnahmen über Mobbing gesprochen. Also aus meiner Sicht als Lehrperson ist eine ganz wesentliche vorbeugende Maßnahme das soziale Lernen. Soziale Lernen als ein kontinuierlicher Prozess, also nicht in diesem Sinne, ich halte eine Stunde zum Thema Mobbing, sondern baue das regelmäßig über all die Jahre, die ich die Klasse führen darf, ein Kooperationsspiele natürlich in all diesen Formen oder auch im Rahmen von Kommunikationstraining oder Konflikttraining, also den Kindern aufzuzeigen, da gibt es Möglichkeiten, mit solchen Problematiken umzugehen, da gibt es eine Person, an die ich mich auch innerhalb des Schulsystems wenden kann. Und für mich selbst als Lehrperson, wenn ich denn merke, dass da etwas am Laufen ist oder sich ein Kind an mich wendet, sich auch professionelle Hilfe zu holen, vielleicht bei Beratungslehrerinnen oder Beratungslehrern die nächsthöhere Ebene anzusprechen und immer den Gedanken zu haben, soziales Lernen ist nie verlorene Zeit. Jede Minute, die ich da hinein investiere, kann ich auch alles Kognitive besser umsetzen und besser abarbeiten. Mobbing kann jeden treffen, von einem auf den anderen Tag. Plötzlich Opfer zu sein, bringt Menschen um ihre Motivation, ihre Selbstachtung, ihre Gesundheit. Doch wer rechtzeitig seine Situation erkennt, kann das Schlimmste verhindern. Theresa, warum habt ihr genau dieses Heckle-Thema gewählt? Könnt ihr hier persönliche Erfahrungen einbringen? Also persönliche Erfahrungen, damit haben wir noch nicht. Aber wir finden einfach, dass das Thema immer präsenter wird in der heutigen Gesellschaft und deswegen wird man ganz dringend darüber aufklären und informieren. Danke. Meinungsfreiheit, freier Wille und das zu sagen, was man sich denkt, ist für uns Österreicherinnen und Österreicher eine Selbstverständlichkeit.
Doch nicht in allen Ländern kann man offen seine Meinung sagen, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Wir hatten das Privileg, mit zwei Männern zu sprechen. Sie kamen aus dem Iran und mussten in ihrer Heimat eine Grenzerfahrung machen. Diese Grenzerfahrung führte für sie zu der Flucht nach Österreich. Warum Kamran und Salomon flüchteten und wie es ihnen auf der Flucht ergangen ist, erfahren Sie jetzt. Ich bin von den zwei jungen Männern zu Ihnen nach Hause eingeladen worden, um mit Ihnen über Ihre Flucht zu sprechen. Ich bin schon sehr gespannt, was Sie mir jetzt erzählen werden. Danke Kamran, danke Salomon, dass ihr euch Zeit nehmt und mit uns das Interview macht. Dann komme ich gleich zur ersten Frage. Was habt ihr gemacht, bevor dass ihr nach Österreich gekommen seid? Wir haben zusammen als Bauingenieure studiert und zusammen als Bauingenieure gearbeitet. Und wir haben auch als Architekten und auch viele verschiedene Ausbildungen gemacht. Und was war der Grund, dass ihr Iran verlassen habt und nach Österreich gekommen seid? Das Problem war unser Glauben an Gott. Wir haben in Iran ein Problem mit meiner Mutterreligion und wir haben verstanden, dass man kann nicht in Islam oder in jüdisch und andere Religion mit dem Gott Kommunikation haben, aber wir brauchen nicht im Gefängnis bleiben. Ich glaube, man muss denken, lesen und selber seinen Gott kennenlernen. Und wir haben schon das gemacht. Und dann bekommen wir Probleme in meiner Heimat. Du kannst an alles glauben, aber ohne sprechen. Aber wir brauchen mit allen Leuten über echte Gott sprechen. Und wir haben auch das gemacht. In Iran mit vielen Leuten haben wir gesprochen. Dann wir bekommen viele Probleme und Polizei hat uns gesucht. Deswegen haben wir geflüchtet. Es ist ein Problem, dass ihr keine Muslime mehr seid, sondern dass ihr Christen seid, da werdet ihr. Ja, in Iran hat keine Religionsfreiheit. Man muss nur im Islam bleiben. Vor Armenier ist kein Problem oder jüdisch, weil ihre Mutterreligion ist jüdisch oder Christian. Aber vor Iraner ist das Problem. Und wie ging es euch bei der Flucht? Weißt du, normalerweise du musst nach Türkei fahren. Und in Türkei du musst jemanden finden, dass er dir vor Flucht helfen. Das kostet 1.000. Du musst bezahlen für jemanden, für jede Person 1.000 bezahlen und dann mit dem Luftboot von Türkei nach Griechenland fahren. Und das ist so gefährlich. Das Wetter ist normalerweise schlecht und viele Leute in diesem Weg gestorben wurden. Wir haben auch das geschaut und das ist Katastrophe und viele Leute konnten nicht nach Europa eingekommen. Aber Gott hat uns geholfen und wir haben das gemacht. Und jetzt seid ihr in Österreich. Was sind eure Pläne jetzt für die Zukunft? Wollt ihr in Österreich bleiben? Ja, ich will weiter studieren und wir sind als Master. Vielleicht in München oder in Innsbruck als Bauingenieur studieren. Ja, wir konnten nicht mehr nach unserer Heimat zurückkommen, deswegen wir brauchen hier weiter studieren und arbeiten. Und zuerst wollen wir im Master Bauingenieur studieren, dann vielleicht arbeiten. Danke für das Interview. Die Flucht der beiden begann in Teheran, im Irak. Ihre Route führte sie über die Türkei und Griechenland nach Mazedonien. Weiters durchquerten sie Serbien, Kroatien und Slowenien,
bis sie schlussendlich in Österreich ankamen. Wie bereits der deutsche Schriftsteller Johann Gottfried Säume sagte, wo man Gefahr nicht besiegen kann, ist Flucht der Sieg. So erging es auch Kamran und Salomon. Für sie war es nicht einfach, ihre Familie und ihre Heimat zu verlassen. Die Flucht nach Österreich war jedoch ihre einzige Möglichkeit, zuerst im Gefängnis und dann den sicheren Tod zu entkommen. Österreich wurde für sie zur neuen Heimat. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft. Sebastian, vielen Dank für euren Beitrag. Meine Frage nun, ihr hattet ja ein großes Projekt mit sehr vielen Außenstehenden. Wie habt ihr den Kontakt zu den Flüchtlingen hergestellt und war es schwierig, an Material zu kommen? Naja, den Kontakt hatte unsere Projektleiterin Theresa hergestellt. Sie kannte die beiden Männer schon von Freizeitaktivitäten. Und dann nahmen wir unser Equipment mit, besuchten sie in der Wohnung, organisierten uns einen Termin und filmten alles. Es war eine sehr lockere, jedoch auch ernste Situation. Persönlich eine tolle Erfahrung. Das glaube ich, danke. Wir alle kennen oder kennen sie auch nicht. Unsere Grenzen. Doch wenn wir von Grenzen sprechen, gibt es unzählige Sichtweisen. Geben Sie es zu, jeder von Ihnen hatte jetzt eine bestimmte Assoziation bei dem Wort Grenzen. An was denken Sie? An sich selbst? An Ihr Alter? Welche Grenzen verspüren Sie oder an welche Grenzen bringt Sie Ihr Alter? Genau mit diesen Themen haben wir uns in unserem folgenden Beitrag beschäftigt. Alle wollen alt werden, doch keiner will es sein. Daraus entsteht die Frage, ab wann man wirklich alt ist. Konventionell gesehen gilt man mit 65 Jahren als alt. Das heißt aber nicht automatisch, dass ein Alter von über 65 Abhängigkeit und Krankheit bedeutet. Die Bevölkerungsgruppe der über 65-Jährigen nimmt aufgrund einer kontinuierlichen steigenden Lebenserwartung enorm zu. Doch wie heißt es so schön? Man ist so alt, wie man sich fühlt. Und wie man sich fühlt, darüber entscheiden unsere Gedanken und Einstellungen. Wir haben uns umgehört und das ist dabei herausgekommen. Ab wann ist man eigentlich alt? Ich finde, dass man ab 70 Jahre alt ist. Weil dann merkt man das auch und irgendwie verändert man sich dann nicht mehr. Das ist verschieden. Aber wenn es der exakte, das kann man nicht sagen. Ich kann nicht sagen, mit der Pensionierung bin ich alt. Das kann man nicht sagen. Das ist wirklich ganz individuell. Wann man graue Haare kriegt oder wann man verhalten wird. Das ist verschieden, wenn man sich alt fühlt. Das kommt jetzt drauf an. Ab der Pension, für ein Kleinkind bist du immer alt. Alt ist man dann, wenn der Bürgermeister zur Geburtstagsfeier kommt, weil dann wird es verdächtig. Woran erkennt man das Alter oder welche Merkmale weisen alte Menschen auf? Ja, in meinem Fall ist in erster Linie die Interessenlosigkeit, was man einige Leute haben, dass sie einfach keine Interessen mehr haben. An die Falten, und also an die Lachfalten auch, und irgendwie verändert man sich auch so charaktermäßig ein bisschen und schaut die ganze Zeit weird aus. Es ist schwierig. Ja, es ist auch verschieden. Es gibt gesunde alte Menschen, die super ausschauen. Es gibt kranke alte Menschen. Das kann man nicht generalisieren. Merkt man, wenn man die Zähne verliert, wenn man weiße Haare kriegt, Falten, Altersflecken. Was ist denn das da für ein Kastel? Danke, Isabel.
wie seid ihr auf das Thema Alter gekommen? Ja, also bei dem groben Thema Grenzen ist uns eigentlich gleich einmal der Gedanke mit dem Alter gekommen, weil in unserem Alltag stoßen wir immer an Grenzen und sehr oft eben auch an Altersgrenzen, wie zum Beispiel, man darf sich einen Film erst ab 14 Jahren ansehen oder erst Alkohol trinken mit 16. Genau. Und wie seid ihr wie ist es euch mit der Ausarbeitung des Videoausschnittes gegangen? Also grundsätzlich hatten wir eigentlich keine Probleme bei der Ausarbeitung von unserem Videoausschnitt. Es waren die Interviews spontan durchgeführt, eben mit den gleichen Fragestellungen immer. Und auch bei dem Schnitt und der Zusammensetzung des Beitrages gab es keine großen Probleme. Danke, Isabel. Grenzüberschreitungen finden nicht nur an geografischen Grenzen statt. Auch in der Musik werden immer wieder Grenzen überschritten. Ein Beispiel dafür zeigen uns die Kompositionen von John Cage. Im 20. Jahrhundert machte er den Zufall zu seinem zweiten Komponisten, indem er die Unbewusstheit mit einbezog. Das Stück 433 ist eines seiner bekanntesten Werke. Doch wird in diesem Stück kein einziger Ton gespielt. So stellt dies die gängige Auffassung der Musik in Frage. Doch ist das überhaupt noch Musik? Diese Frage stellten wir unserem Musikprofessor und einigen Passantinnen und Passanten. Wenn wir an Musik denken, sprechen wir meist von Tönen und Harmonien. Die Klänge von Instrumenten und Gesang sind für uns dafür typisch. Dass das Gebiet der Musik noch wesentlich mehr beinhaltet, zeigt uns John Cage in seinen Kompositionen. Während seines Werkes 433 spielt das Orchester keinen einzigen Ton, obwohl alle Instrumentalistinnen und Instrumentalisten die Noten vor sich liegen haben. Sie sind bereit zu spielen und schauen gespannt zum Dirigenten, um seine Einsätze nicht zu verpassen. Doch es kommt zu keinen produzierten Tönen. Wer jetzt glaubt, dass so kein Musikstück entstehen kann, täuscht sich. Der Zufall und die Unbestimmtheit werden so in die Musik mit einbezogen und bestimmen die Präsentationen des Werkes. Was außenstehende Personen von dieser Art der Musik denken, sehen sie jetzt. Also, so wird es jetzt schon sein. Für mich ist das, weil wenn es das sei, so ist das keine Kunst. Schon Kunst, aber keine Musik. Es ist irgendeine komische Form von Kunst. Aber Musik ist das keine. Ich denke, irgendwie in einer Hinsicht ist es schon nur Musik, weil man bekommt ja die ganzen Hintergrundgeräusche und was eigentlich so in einem Raum passiert. Also eigentlich ist der Raum der Musikant. Ich glaube, für die Menschen, die Musik machen, ist es sicher Musik. Nur nach dem. Also für mich ist es nicht wirklich Musik. Also ich fand es erstmal sehr befremdlich, weil man eigentlich auf die Musik wartet, die losgeht. Deswegen würde ich eigentlich sagen, für mich ist es jetzt keine Musik im klassischen Sinne. Auch wenn man Hintergrundgeräusche hat und so weiter, man könnte natürlich sagen, dass das Musik ist. Aber unter Musik stelle ich mir eigentlich was anderes vor. Es ist auf alle Fälle Musik, weil Musik ist eine ästhetische Ausdrucksform. Und da gehört die Pause genauso dazu wie die Note. Und es ist mehr eine musikphilosophische Message, die dahinter steht. Das heißt, wir halten Pausen schon fast nicht mehr aus, wir halten die totale Stille nicht mehr aus. Und nachdem das ein Teil von Musik ist, ist es Musik, aber mit einer stark musikphilosophischen Botschaft. Zusammenfassend kann man sagen, dass es viele verschiedene Meinungen zum Werk von John Cage gibt. Daher können die Grenzen der Musik nicht genau aufgezeigt werden. Jeder oder jede Einzelne kann für sich selbst entscheiden, was Musik für ihn oder sie ist. Wir sind nun am Ende unserer Sendung angekommen und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Wir hoffen, dass Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen am Campus SOTV.